Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Das Amt. Mit mir dabei natürlich wie immer Vize-Bundeskanzler. Kleiner Spaß. Vize-Bürgermeister Anno Hollig. Jo, Moment, ich hätte nichts gegen Vizebundeskanzler, dann wäre ich nämlich hier in dem Spiel über deinem Bürgermeisteramt. Das Problem ist bloß, dann heißt es wieder, hast du nichts Gescheites gelernt. Bist Ja. wieder Bundeskanzler geworden. Wenn nichts wird, wird Bundeskanzler. Ja, kennt man doch. Gibt's doch so einen Spruch. Ja, okay. Jo. Wir gehen wieder Hey, in das ist unser. doch automatisch auf 5 Minuten, krass. Ich habe es automatisch gerade umgestellt, ja. Achso, bei mir stand nur 5 Minuten. Wahrscheinlich war die Betreibung dann so hinterher. Die hatte nur so, Ja. hey, cool, hat sie was gemerkt. Oh, guck mal, welch Glanz in unserer Hütte. Und das ist nicht der Boden diesmal. Frau Glanz und Gloria. Ja, eher Frau So, Rüll Röhl. genannt. Röhl. Ja. Das könnte auch eine prima Sekretärin sein, so. Frau Rüll, bitte so ein Diktat. Frau, so ein Diktat. Ja, ich habe sie mit Röhl angesprochen. Das muss die Übertragung irgendwie falsch rübergebracht haben. Ja, Naja. sie würde uns ein 6,18 Hektar großes Grundstück gerne verkaufen. Das sind wir gegen, oder? Ja. Wie teuer soll es sein? Ist mir völlig wurscht, wie teuer das sein soll. Unakzeptabel. Völlig, um genau zu Jo. sein. Ja. Das wäre die Alternative gewesen. Dann hätten wir es auch genommen, oder? Also für gratis. Ja, doch, also. Weil versteuern kann man es ja immer noch mal wieder. Da hätten wir zumindest drüber reden können. Grüß Gott, Herr Graf Berger. Oder Na ist denn. es Herr Graf Berger? Ich weiß es nicht, aber ja. Er möchte uns auch was verkaufen. Ja, das nehmen wir gern. Hast du gesehen, das war kleiner? Also, selbst wenn du Ja. es nicht gesehen hast, 4, irgendwas Hektar und kostet 100.000 mehr. Würde sagen, gehen Logisch. wir ein bisschen Preis ein bisschen runter Wie wär's denn oder mit so, einem ne? vernünftigen? Okay, es sind immerhin 20, 25.000 runtergegangen gerade. So viel habe ich leider im Moment gerade nicht mehr. Nochmal um 20, 15. Ist das nicht ein bisschen teuer? Oh, okay, dann nur noch zwei. Aber ich glaube, wir nehmen es an, oder? Ja, weil Vier. der schlägt sonst immer nur seine eigenen Idee mit seinen Bauernhöfen davor. Vor allem 4 Hektar großes Land, das müssen wir eigentlich kaufen. Vor allem von ihm, genau. So. Wirtshaus und daheim. Juhu! The home is the home. Jetzt kommt er mit sowas. Was denn? Da gibt es eine Serie, ich glaube, Dohom ist Dahom, heißt es. Herr Und da glaubst du allen Hohnerberger. Ernst, dass ich sowas kenne? Ja? Okay. Ich habe es vorausgesetzt. Das kann doch höchstens im bayerischen TV laufen, oder? So wie das. BR, ja. Oh, Herr Kutter. BR. Ba, 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 Oder ba. he's the final cutter. Ja. Fällt. Ja, das ist unser, wir haben ja Personal, das uns die Videos mittlerweile schneidet, also die Genau. Cutter. Ja. Ja, wir sonst die ganze Flut an Videos, die bei uns kommt, das würden wir nie Das kriegen wir schaffen. gar nicht mehr gebacken. Ich frage mich manchmal echt, wie wir es überhaupt hinkriegen. Das frage ich mich jedes Mal. Ferienhaus von ihm. Eigentlich würde ich aber Ferienhäuser gar nicht mehr so gern machen. Ich auch nicht, weil die sind jetzt schon genervt. Und da kommt ja noch dieses Riesenhotel. Ja, nö. Ich habe doch noch eine andere Idee, den Bauernhof. Frau Nein. Metz würde uns gerne was abkaufen, das können wir machen. Zu Eins, verführerisch, wie sie ein am bisschen. Glas dreht. Wenn sie sich drauf einlassen würde, auf unsere mindestens dreimal verhandeln. Will sie nicht, dann nicht. Nee, also wir haben auch Grundsätze, so ist nicht. Ja, dreimal mindestens, ne? Ja. Grüß Gott, Herr Wallinger. Was führt Sie denn zu mir, Herr Wallinger? Wir müssen uns über die Umweltpolitik treffen. Draußen ist auch in. Ja. Die Umwelt ist mir völlig egal. Joa, Ist korrekt. Für unsere. Also. Oder? Weil. völlig egal ist auch so. Ich werde Warte versuchen, mal. Ihre Ansicht zu verstehen. Ja, das klingt so, ja. Das klingt politisch korrekt. Sag's ruhig. So, wie viel Minus haben Naja. wir denn noch bei der Reinigung? Ach stimmt, wir haben zu viele Lieferwagen gekauft, ne? 64.000, aber es geht aufwärts. Aufschwung, Lieferwagen. Aufschwung, Lieferwagen, ganz nein. Ganz nein, ein ganz klares Nein. Ein ganz klares Nein. Wir haben 7 Lieferwagen mittlerweile. Und kommen immer noch nicht an die guten Dinge ran. Verdammt.
Müssen wir nochmal 7 holen? Nee, keine Ahnung. Zumindest vielleicht zwei, aber. Ich weiß Dass halt wir echt überhaupt nicht. noch Geschirrtrommeln haben. Ich meine, da stehen gerade mal 7 Waschmaschinen, dass das überhaupt Acht. langt. Achso, okay, 8. Na dann. Ja. Pro Lieferwagen eine. Nee. Wow. Na, ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen und kaufen dann vielleicht nochmal ein, oder? Weil, also ich weiß halt echt nicht, ob es hier ein Limit gibt. Wir waren jetzt letztes Mal unter 100.000, das würde ich auch gerne belassen dabei. Ja, wir können auch abwarten, bis wir wieder im normalen Plus sind. Das dauert aber länger. Dauert zwar, aber ja. Na, mal schauen. Ja gut, das Let's Play ist ja noch lange nicht am Ende. DHL dauert halt länger. Fiel mir jetzt gerade zu, Entschuldigung. Ja, wo müssen wir noch hin? Hermes, der Bruder von Herpes, oder was? Wenn wir gerade Ja. schon, dann zählen wir auch alle auf. So. Was haben wir noch? Ich versuche mal nochmal die Dinger zu ändern. In. Naja, ihr wisst das ja Zeigt schon. sich ja bitte. Okay, hier geht ja total viel. Mike geht da total viel. So. Das war jetzt noch Schau ein. mal an. Schau mal einer an, genau. So. Sekretariat. Blondie. Blonde. Blonde. Na gut. Vielleicht eine Nutzungsänderung, weil dann haben wir wenigstens was zu diskutieren in der Gemeinderatssitzung. Ist ja immer traurig, wenn du da die Gemeinderatssitzung Ja, die machst und kommt dann. immer alle trinken ein und keiner sagt was, ne? Na gut, das Trinken ist ja wieder was anderes. Trinken ist ja der Stammtisch. Ja, aber die haben doch trotzdem alle ein Glas in der Hand, auch vorher schon. Wir schauen uns das nachher nochmal genauer an. Wir geben ja nur noch ein zusätzlich gratis aus. Nein, nein, aber Stammtisch und Gemeinderatssitzung mag zwar prinzipiell für den Bayern an sich dasselbe sein, aber eigentlich ist das hier was anderes, weil hier sind wir jetzt im Gemeinderat. Und da sind keine Gläser, siehst du gleich. Ach, Oder. das mit dem Fahrer. Okay, ja, gut, Ach, okay. das mit dem Pfarrer, ja, der ist halt in der. Das ist halt hier der Typ. Christliche Partei Deutschlands wahrscheinlich. Ist die wirklich hier so? Ich glaube, CPD heißt das, ja. Ach du Scheiße. Okay. Schau nochmal in die erste Folge rein, da habe ich es vorgestellt. Okay, ja, es geht um folgendes Grundstück. Natürlich, das haben wir ja gerade eingestellt. Keine Gegenargumente. Deine Prognose. 10 zu 6. Yay! We got it 10 to 6. So. Und nochmal Hast 10 du zu neues 6. Terraria-Thumbnail? Nein. Okay, komisch. Warum? Ist ja gerade so komisch. Ach, das ist positiv bewertet, okay. Du hast ein. Achso. Sowas Achso, will ich. Jobe macht Starbound? Ja. 20.000 mal besser als wir. Starbound haben wir doch noch gar nicht. Hä? ja, Terraria, Starbound, komm, der. Ihr sitzt nicht wahrlich aus. Ja, es ist schon ein Unterschied. Ja, okay. Finde ich. Aber gut, ich gehe schon mal in die nächste Das ist Woche. so wie Call of Duty Modern Warfare 1 und 2 oder so. Ich durfte auch schon Gast sein bei Starbound. Hey. Und wie ist? Ja, ich hab's ja selber auch. Von dem her weiß ich, dass es Ach gut so. ist. Weiß, dass es gut ist. Und es ist sogar Wo größer sind als wir? Terraria, wenn du so. Das war ja dein Hat Kritikpunkt. YouTube schon wieder umgebaut? Wo sind hier die Playlists? Landet da. Hat YouTube wieder umgestellt. Mensch. Ja, das ist jetzt oben in so einer Leiste drin, nicht mehr in diesem Dropdown-Menü. Ja, da gab es eine Änderung wieder, ja. Ah, die können auch nicht mal einmal die Finger davon lassen, ne? Ist So. amtet quasi da. Einführung für alle nicht. Na, eben nicht die, sondern die erste Folge. Das ist die erste Folge in der Playlist. Ja, aber die allererste richtige Folge ist Folge 1. Nicht die Okay. Einführung.
die Einführung. Ach, guck mal, es ist noch mit deiner geilen Intro. Ja. Oh. Ja, gut, ey. Das waren noch Zeiten. Damals. Ja. Wir verbissen sie alle. Schon. Frau Heisinger ist zu Gast und möchte mit uns einen Grundstücksverkauf. Oh, da darf ich wieder zählen, ne? Ich bin im Wirtshaus. Drei Stück oder was, ja? Na, nee, die Bier, die Maß meinst du, ne? Ja, weil sie will uns ja verkaufen, deshalb. Deswegen ausreden. Eins, zwei, drei. Wo war der Rekord bei 16, ne? Ja, hat sie nicht geknackt. 15. Das ist ärgerlich. Mensch. Die brechen alle so früh ein. So knapp davor. Aber Herr Dummler ist da. Ja klar, als ob der das besser kann. Soll ich's probieren? Ist ja egal, wir wollen bei ihm eh. Wobei, naja, wir könnten es kaufen von ihm. Oh. Naja, nee, dann probieren wir es lieber nicht. Wenn er eins von uns kaufen hätte wollen, dann könnten wir es ausprobieren können, wie viel er verträgt. So ist das wirklich schon so lange her? Krass. Ja. Es gab eine lange Pause zwischendurch. So. So, und ein Gast ist noch bei uns zu Hause. Wieder ein Politiker. Ich halte dich so ein bisschen auf dem Laufenden. Ich habe dich, ich guck mit. Ich habe das TeamView-Fenster nur nach rechts geschoben. Aha. Das ist toll, ich kann jetzt am Doppel gucken. Ich sehe es rechts und ich sehe es links auf YouTube. Herr Freundig ist zu Gast. Kapitalismus möchte mit uns besprechen. Ist ein wichtiger Punkt. Wieso versteckt er sich schon wieder hinter uns, diese Felge? Ein wichtiger Punkt. Naja, ist nicht. Kapitalismus, ist, ja. Ja, ist korrekt, oder? Ja. Kapital ist gut. Kapital ist immer gut. Gute Kapital ist immer gut. So. Hier oben, können wir das eigentlich schon? Nein. Sehe ich das richtig, dass wir nur noch zwei gelbe Felder haben? Mhm. Zumindest im Berggebiet. Ja gut, ey, wo muss man ja mal voran und so, ne? Wie groß ist das? 5,58. Okay. Wollen wir haben. So, was haben wir hier? Ja, das sind es noch mehr, ne? Also, oh, da können wir ändern. Das ist schön. Du warst so gefragt, hattest du damals ein anderes Mikro? Ja. Hört man, ne? Okay. Total. Hört man nicht? Doch, hört man. Total. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz, weil du liest es, du sagst es nur, du klickst die Fahne an und sagst, wie die Parteien heißen. Ja. So. Gut, mehr geht, glaube nicht. CPD, Christliche Partei Deutschlands, so, Tatsache. Siehst du mal. Aber ich kriege eine Gänsehaut wegen dieser Hintergrundmusik gerade die ganze Zeit gehört. Habe. Was soll ich denn dann sagen? Ich weiß nicht, trägst du eigentlich die ganze Zeit Oropax oder wie hältst du das aus? Naja, sie kommt meistens nicht im Spiel. Also nicht die ganze Zeit, nur in manchen. Nur zu Highlights. Nur, also wo Musik ist, ist im Biergarten, zu Hause und in der Kirche. Und dann eben zu, ich glaube, im Stammtisch dann nochmal. Da kommt Musik. Also überall, nur nicht im Hauptmenü, also im Stadtplan. Im Rathaus und hier im Stadtplan nicht und ja. Okay, habe ich jetzt hier schon reingeguckt? Ich weiß es gar nicht mehr. 57.903. Geht aber schnell runter dann. Ja. Können wir vielleicht doch gleich nochmal einkaufen. Na egal. Wir hätten theoretisch noch Zeit. Ja, wie teuer ist denn einer? 32.000, glaube ich. Dann wären wir bei 89, ne? Bis 90. Ja, aber da waren wir schon drüber. Beim letzten Mal kaufen. Okay, dann nehmen wir noch einen. Einer geht noch, oder? Mhm. Stellen wir den gleich noch ein und hoffen auf das Beste. Ja. So, toll. So, was haben wir hier noch? Apartments. Dann nur noch Ferienhäuser. Okay, ein Bauernhof war noch mit dabei, aber Ferienwohnungen. Jo. Hört sich auch größer an als Haus. Pension, Rosenberger. Jetzt kommen die guten Sachen. Pension Weißbach. Noch eine Pension. Okay.
Preise noch. Ja, 40 jeweils, ne? Mittlerweile ja. Anfangs waren es, glaube ich, nur 30, ne? Aber es scheinbar haben sie sich drauf eingegruft, weil wir machen Gewinn. Jo. Gibt es eigentlich eine Konkurrenz zu uns? Also gibt es irgendwie. Stimmt nicht. Okay, ist ja gut. Keine Ahnung. Ich würde gerne Wäscherei. Nein. Ich glaube, du spinnst. Ja. Also 90.000, okay. 90.800, wir merken uns das jetzt. Vermerkt und so. So. Wir vermehren. Hallo, uns Herr. Das. Ja. Hallo, Herr Alpinagumi. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Stimmt es, dass Sie was. Presse fällt irgendwie auch nicht mehr ein, oder? Ob wir uns mit Investoren getroffen haben? Ich rede oft mit Investoren. Ich bin der Bürgermeister. Vorteile für wen? Für mich oder für das Dorf? Das unterste. Das oberste. Schon, ne? Vielen Dank für Ihre Stellungnahme, Herr Vizebürgermeister. So, nochmal Flächennutzungsänderung. Flächen. Wir sind schon kurz vor Weihnachten wieder. Das geht hier fixer. Ching, bing, bing, ching, bing, bing. Dann befinden wir uns gleich im Jahre 97 schon. Jumei, was hast du im Jahre 97 alles erlebt? Jahre 97, warte mal, lass mich mal rechnen. Da war ich 14, 15. Ja, naja, also Pubertät. Ja, will ich jetzt mal so sagen. Okay, Themawechsel. Da ging es los. ja, also erinnere ich mich jetzt nicht mehr so genau. Ist ein bisschen her. Grob gerechnet 17 Jahre. Dann jetzt. 17 Jahre, blondes Haar, nein. Gut, ich lese mal vor, was hier die CPD, ja. Die, wie wir jetzt definitiv wissen, auch aus Folge 1 bestätigt. Wenn die Flächennutzungsänderung eine Bebauung zur Folge hat, natürlich nicht. Wir wollen da rein Tourismus, damit das schön aussieht. So möchte ich von der Seite der CPD anmerken, dass die Umweltverschmutzung sehr stark zunehmen wird. Wir haben da jemanden, der denkt gleich wie wir über die Umwelt. Ich bin dagegen. Möchte noch jemand was sagen? Aber die Hotels pflanzen sicherlich in ihren Eingangsbereich einen Baum oder so. Ja, ja, so Grünflächen und so. Ja. Vor allem, da meckern die Leute immer über die Golfplätze. Grüner geht's doch nicht. Ja, also okay, dann können wir jetzt beschließen. Prognose? 10 to 6. 10 to 6. Yay. Es wird Zeit, Lotto zu spielen. Lohnt sich heute wieder. Ja, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. So, nun meine Herren, was meinen Sie dazu? Als falsche Stimme. Als gewählter Volksvertreter der ÖPD will ich Sie darauf hinweisen, dass im Gemeindegebiet, ein Wort, bereits 31,45% der Flächen schon durch Tourismus genutzt werden und auch schon bebaut sind. Ja. Danke für deine Statistik, aber noch jemand, für Sie keinen. Der das genau so aufgeschrieben hat, wahrscheinlich nachgezählt. Ja, ja. Jeden Meter zu Fuß abgegangen. Tentacy! Ein Weihnachtsgeschenk für uns. So, Magnum guckt skeptisch wie immer. Alle haben sich versammelt, um an dem Fest teilzunehmen. Ich freue mich, folgende Gäste begrüßen zu dürfen. Den Sportverein Bayern Kicker e.V. Das war's schon. Ich freue mich, dass May. So, hier noch ein bisschen Radieschen und so. Nimm, 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 nimm. Das da vorne ist ein Brezel, ne? Mhm. So, wir gehen am Tag vor Heiligabend nochmal eben kurz zum Stammtisch. Immerhin einen Tag vor. Ja. Wäre so blöd, wenn so Heiligabend Geschenke ausgeteilt. So, ich gehe nochmal zum Stammtisch. Macht's gut. Du wirst lachen, das geht in Bayern so, glaube ich. Echt? Ich habe gehört, dass eine Bank im Dorf zugemacht hat. Wir hatten eine Bank im Dorf. Echt? Parkbank oder wie? Ja. Nee, ja, die ist umgekippt. Die hat zugemacht. Da saß einer drauf und klack, zugeklappt. Ja, das ist richtig. Entschuldigung. Mach nichts. Das ist richtig, der Besitzer hat sein ganzes Geld im Spielcasino verzockt. Yeah! Und der Spielcasino-Besitzer, der gibt dir nichts pleite, weil er natürlich kein Einzelhandelskaufmann ist. Und weil es Last Dubai nicht gibt. Nicht mehr. Genau.
nicht, ja. Wo also soll er denn dann spielen, der Ärmste? Na gut, wir sehen uns nächste Woche wieder. Juhu, Haxen. Was für Haxen? So, ich gucke jetzt ganz erst nochmal bei der Reinigung vorbei. Hm. 85, 8. Okay, ist aber wenig zurück. 5000. Ich finde, das geht. Der letzte Mal waren es 7. Ja, das pendelt immer so ein bisschen. Muss ich aber erst einpendeln, dann sind die Kosten noch ein bisschen höher, weil wir jetzt einen neuen Lieferwagen haben. Aber das wird sich einpendeln. Jo. So. Bürgermeisterbüro. Frau Fenbers. Das sind alles keine bayerischen Namen. Hat nicht schon mal jemand gesagt, dass sie aussehen wie Frau Röhl? Frau Röhl! Ja. Sie würde uns gerne eins abkaufen, das können wir gerne machen. Eins. Zwei. Zwei. Drei. So. Drei. Angemessen. Ja. 3, 2, 1, deins. Jetzt so in der Art. Herr Oppermann. Ich wollte gerade sagen, sag mal, also es freut mich, dass Sie hier jetzt direkt vorbeikommen. Hat jemand was angestellt, oder? Hat einer Ihrer Kollegen etwas angestellt, worüber Sie gerne berichten möchten? Wir haben freies Ohr. Heimlich das Diktatgerät einschalten. Klick. Sie können loslegen. Kleinen Moment. Jetzt. Frau Röhl, bitte das BKA informieren. Frau Röhl, bitte. Frau Röhl, starten Sie bitte die Aufnahme. Jetzt. Gut, Sie können loslegen. Ja. Wir sind ganz unter uns. Ja, ja. Gut, was will denn der Oppermann, bevor wir das jetzt auch vergessen? Er möchte. Oh, okay, braucht er Geld, ja. Ich würde es Ihnen gerne verkaufen. Ich muss das Land verlassen. Schnell. So, wir verhandeln mit ihm natürlich auch dreimal. So. Damit kann ich leben. Oh, hat man prominenten Besuch. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, das war mal. Oh, und irgendein Ork ist auch sogar so. Rogal! Ja. Rogal. Nee, Rogal. Rogal. Aber Doppel-R ist so ein bisschen. Okay, ich hab nichts gesagt. Jetzt habe ich vergessen, wo wir hin müssen überall. Mensch, Kirche und Wirtshaus. Also Wirtshaus wäre klar gewesen, aber... Ja, okay, hier kann man, muss man nicht. Eben. Herr Zielinski! Der guckt schon wieder so verlegen weg. Was jebet denn? Ah. Ich sag doch, du guckst schon so verlegen. Ich kann, nicht so der Regel, oder? Ich kann kein Zielinski ausmachen. Zielinski? du meinst jemand anders. Zielinski in der Form hieß kein Regisseur, den ich kenne jetzt. Nee, Zemenski, irgendwie sowas, ne? Zemenski? Warte, wie hieß der? So ein Name, warte mal, wie hieß denn der? Stupanski oder so? Na. Herr Levermann, ich mach mal weiter, ja. Ja, genau, Levermann, so ich so. Nein. Oh, 5,58. Es könnte genau das sein, was von dem wir gesprochen haben vorher, das wir noch gerne hätten. Ja. No. Ich würde sagen, wir verhandeln zweimal. Ein Bier noch vielleicht? Ja. Annehmen. 161.000 ist ein guter Preis für 5,5 Hektar. Frau Rogal. Rogal. Robert Zemeckis. Den meine ich. Ich habe ja einmal bloß mit ihr verhandeln wollen. Mit ihr. Lass mal. Ist es überhaupt noch? Ja. Ich habe das Gefühl, ich rede mit mir selbst. Komisch. Wie, du redest mit dir selbst? Hörst du mich noch? 1, 2, hallo? Ja, ich höre dich noch. Achso, du hörst mich noch. Gut. Ja, ja, ich höre dich. Aber der hieß doch anders. Er ist ein bisschen versetzt, glaube ich nur. Okay. Ja. Gut, die Folge ist eh gleich vorbei. Aber ich habe mit ihr nur einmal kurz hier verhandeln wollen. Dann hat sie gleich gesagt, sie möchte das Land wohl verpokern. Nö, wollen wir eigentlich nicht. Nö, hatten wir nicht vor, ne? Gut, aber dann gehen wir noch in die Kirche. Jetzt bist du, glaube ich, völlig weg. Bist du sicher? Hallo? Hallo? Ah! Ja. Weil du hast einen Satz angefangen und dann mittendrin war so kein Ton mehr. Dann ist die Übertragung irgendwie schlecht wahrscheinlich.
Was lädst du wieder heimlich hoch? Gar nichts. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen Filme, die man in der Straßenbahn gucken kann. Aber lassen wir das. Folgt mir dem Koffer ein. Ich möchte gerne ein Fest veranstalten. Ja. Und dann kommt die Insider morgen, ne? Müsste noch bis morgen warten, leider. Morgen, aber natürlich 30 auf die Kanäle, weil wo liegt Dagomir unten bei mir? Bei dir gar nicht. Ja, bei mir gar nicht, stimmt, scheiße. Ich bin für dieses Fest. Klaro. Yay. So. Müssen wir wieder festlegen, wie viel Geld, ja? Ja, aber dann schauen wir hier ganz kurz mal noch rein, bevor... Es dürfte nämlich das hier gewesen sein. Nee, welches? Ganz kurz ins Buffet. Nicht ins Buffet? Das wird's nur im Buffet. Ja, das war wieder dieses Abgehackte. Dann schauen wir ganz kurz ins Buffet. Da habe ich jetzt einfach mal Buffet draus gemacht, weil es klingt bei mir sonst immer so komisch, wenn du so abgehackte Sätze raushaust. Nimmst du auch auf bei mir, oder was? Nur. Ich habe hier unbegrenzten Festplattenspeicher. Ich nehme alles auf, was man sieht. Nein, ich bin wie die NSA. Nur besser. Ich mach's gleich mit Video. Als Beweis. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum die immer rummachen, weißt du, mit so ein bisschen die abhören. Weißt du, haut doch gleich ein Filmteam rüber. Ja, stimmt. So. Das eben erworbene Grundstück habe ich ja jetzt gleich noch umgeändert. Ja, was rauskommt, 10 to 6. In Terrorismus, Tourismus. Whatever das gerade für ein Satz war. Ich habe gesagt, ich habe es in Tourismus geändert. Entschuldigung. Liebe NSA-Freunde, es waren Versehen. Tourismus, Terrorismus, wir reden von Bayern, wo ist der große Unterschied? Haben sich schon Investoren für diese Fläche gemeldet? Ist zumindest keine Ablehnung. Ja, es haben sich bereits Investoren gemeldet. Allerdings bisher nur für Landwirtschaft, das ist egal. Möchte noch jemand etwas sagen? Dann können wir ja beschließen. Dann können wir ja beschließen. Dann können wir. So, Magnum, denk dran, ne? Wir gucken deine Serie nicht mehr, wenn du dagegen stimmst. Gut. Ich habe sie noch nie geguckt, aber okay. Das ist ja jetzt nach der Abstimmung, kannst du sowas sagen. Nach der Abstimmung ist vor der nächsten Abstimmung. Aber das hat er wieder vergessen bis dahin. So. Stimmt. Letztes Mal Stammtisch in diesem Jahr vor allem, weil wenn wir das nächste Mal starten, ist bestimmt schon 1997. Zu Weihnachten gratuliert.